auch. Du hast die ganze Zeit schon so eine schöne Klatschpappe hier in der Hand. Kannst du ja gerne mal zeigen in die Kamera, damit man die sieht. Heute ist nämlich ein besonderer Spieltag hier in der EWS Arena, der Summer-Spieltag. Ein Aktionsspieltag, den es zum dritten Mal gibt. Klär uns doch mal auf, was hat es auf sich? Ja, letzten Endes geht es einfach darum, so ein bisschen das soziale Engagement und das Ehrenamt in den Mittelpunkt zu stellen. Heute sind über 36 Vereine eingeladen worden, glaube ich, über 800 Karten wurden verteilt. Und ich finde es auch großartig, dass dein die Möglichkeit geboten hat, einfach auch vielleicht nochmal einen anderen Blickpunkt auf die Sache zu werfen. Das ist einfach brutal wichtig, gerade in der Zeit, die wir gerade, finde ich, auch durchleben in der Gesellschaft, dass man sich sozial engagiert. Und ja, das soll hier auch ganz, ganz ausdrücklich im Mittelpunkt gestellt werden. Und ich finde es großartig, dass es so angenommen wird und ja, dass es so viele Menschen gibt, die sich auch eben mal sozial engagieren. Dieser Aktionsspieltag, der wird ja veranstaltet von Frisch auf Göppingen in Zusammenarbeit mit der USG. Du hast gesagt, 36 Vereine wurden eingeladen. Wie lief das denn ab? Konnte man sich bewerben oder wurden die einfach angeschrieben? Ja, unser Geschäftsführer Oliver Schunder ist sehr umtriebig, was das angeht, ist ein super feiner Kerl und kümmert sich eigentlich für jedes Heimspiel um ein soziales Projekt. Ob das ist, irgendwie vielleicht krebskranke Kinder zu unterstützen oder eine Organisation, die vielleicht bei der Integration von Flüchtlingen hilft. Und dort gibt es eigentlich über das ganze Jahr bei jedem Heimspiel die Möglichkeit, sich zu bewerben bzw. mitzumachen. Und heute soll einfach nochmal ein ganz anderer Fokus drauf gelegt werden. Und ich muss ganz persönlich sagen, ich finde es großartig, ich finde es brutal wichtig. Und deswegen auch nochmal Dankeschön, dass wir das hier nochmal so präsentieren konnten und hoffe, dass man vielleicht den einen oder anderen zu Hause auch sensibilisieren kann für dieses Thema, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir alle zusammenhalten. Schöne Worte, danke Jens.